Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier bei GTA Online, wo wir den Raub weiter vorbereiten. Mit den neben mir, Max, sind auch noch die anderen drei Dödel dabei. Der Patrick. Hi, ich bin ein Dödel. Der Nicole. Hallöchen. Und der Tar1 Olisch. Hi. Irgendwie ein Roboter, das ist cool. Er ist einer. Der Terminator. Tar1 Olisch. Tar1 Olisch. Klopf, klopf. Oh, ich bin ein bisschen blutig. Hoffentlich geht das okay. Ich erbrüst du. Ah, good, good, good. Oh, nee, ich bin immer noch blutig. Schade. Just, three more little tasks to perform. We should be good to go. First, we're going to need some hacking equipment. The kind that nobody makes, and the sets that are in existence are all traced. So, we'll need to rob it from someone who won't mention that it's gone missing. Bank robbers! These guys. Now, they've set up a warehouse behind Vinewood Boulevard, maybe. Maybe they're getting some of the same ideas we are. Now, I recommend that you get the same van they have and switch out the equipment. And that way, when you make the run, they'll go chasing after their own van, and one of you can get away clean with the equipment. And at the same time, we'll need these thermal charges for the first vault door. Now, Meriwether, with whom I understand you are very, very well acquainted, has a regular contract to carry explosives across the city for their mining company. You will attack the convoy in Calafia Bridge, take the charges from that shipment. And lastly, we're going to need some bikes. Fast ones. Really, really fast ones. And I have, I've sourced some very, very, very fast bikes indeed. They're currently being borrowed from the manufacturer by a group of bikers that lives out in in Sandy Shores and Alderney and all the corners of the country that are still living in the past. Anyway, get all that done, and we'll be good to go. Okay, bye. Okay. Dinge, die man im Leben nicht jetzt sehen. Kommt etwas nicht für Veganer. Wir machen Hack. Oh Gott. Alter Hack. Ja. Ja. Die guten Wortwitze waren schon aus. Ich meine, man merkt, dass wir uns hier Richtung Ende des Projekts begeben. Bessere Witze gibt's nicht mehr. Gab's vorher auch schon nicht. Ja, gerne. Muss auffallen. Designermaske dieses Mal. Nee. Ich bin perfekt gekleidet für den Job. Warum bereust du es jetzt online zu gucken? Ah, okay. Ja, taktisch, ne? Maskenstil taktisch. Ich bin Hell Rider. Ich bin Tomb Raider. Wie gibt es denn besser? Ja. Ah, scheiße. Oh, bei Humor, das ist das, was ich mir wünsche. Begib dich den Transporter. Diese ja. Mission habe ich auch. Das heißt, ich darf mit dir mitfahren. Ich darf von alle mitnehmen. Junge! Lern Auto fahren! Also wir sind ja die Lockvögel, ne? Yep. Hoffentlich ist das halt nicht, dass du ein Vögel, weil sonst hätte ich sauer. Was hat denn ein Vogel?
Ja, ich weiß, dass du ein Vogel hast. Ja. Der ist klein und süß. Und piepst die ganze Zeit rum. Ja. Ah, Unfall! Nein, das macht er normalerweise nicht. Das ist kein Problem. Unfall! Villeneuve! Das sage ich meistens, wenn ich mir selbst im Spiegel begutachte. Aber das ist eine Geschichte. Hey, Junge! Was biegst du vor mir ab? Ich will gerade ausfahren. Ich bin beim Autofahren. Zu mir selbst. Ich bin bipolar. Hallo. Nice! Das Gestell! Danke. Ich nein, nicht dich, ich meine das Auto. Das hast du nicht besorgt. Nein, wir haben keinen Burrito! Wusstest du nicht, dass wir essen holen sollen? Ja doch, Mittag. Anscheinend. So, ja, stimmt, ja klar, ja. Ich gehe mal davon aus, dass es veganes Hack ist. Ich nicht. Weil sonst würden sie ja keinen Veganer auf die Mission setzen. Naja, vielleicht so als Präventionsmaßnahme. Ich sage Pferd. Ich bin in Lasagne, ich merk schon. Ich sage ein Tier. Ich sage eine Pflanze. Und warum fahren wir wieder zurück zu Patrick's Apartment? Nein! Weil ich in meinem Apartment das Ding nicht hatte, den Burrito. Ich habe immer noch kein Burrito. Ja, wir hätten ruhig bestellen können. Ja, wobei ich mag mongolisch lieber als mexikanisch. Asiatisch eh über alles. Mhm. Ja, dann steig doch aus, verpiss dich. Okay. Ich check jetzt aus, ganz ehrlich. Weil ich auch. Oh, warte mal. Wie steckst du aus? Bang! Wieso machst du da so Spaß? Unser Spaß, nicht dein Spaß. Weil's mein Spaß ist, nicht deiner! Ich hab drauf gewartet. Warte mal, mich nervt was. Ja, mich auch. Mist auch. Natürlich war was voll dumm. So, jetzt bin ich pissed. Jetzt bin ich pissed. Ist das so voll beim Hack noch nicht? Nein, das hätte ja noch die Chance, veganes Hack zu sein. Aber jetzt mach ich selber Hack. Das ist definitiv nicht vegan. Oder weil du es machst, ist es definitiv vegan. Weiß es jetzt nicht. Ich auch noch nicht. Sterbe. Ja, jeder Mensch stirbt irgendwann mal. Danke, Captain Obvious. Bitte? Jeder hey, du bist einmal gestorben. Alles hat ein Ende, nur der Chris hat zwei. Ich hab auch einen Headshot bekommen. Was kann ich dafür? Ich seh Chris da in der Mülltonne. Na, ich hab mein Format wiedergebracht. Tarys Mülltonne, hallo. Profi. Wann kommt die nächste Folge? Morgen. Das ist geil. Morgen, wenn die Folge rauskommt, okay? Nein, nicht mal dann. Wenn dann in 5 Jahren. Okay. Leute, ihr habt es gehört. Morgen auf Chris Kanal gehen. Tarys Mülltonne feiert ein Comeback. Am 16. Am 17. Am 18. November. 18. November. Also morgen. Kommt die Rückkehr. Sicher, das ist der 18. November? Ja. Cool. Das sollte es hinkriegen. Das glaube ich nicht. Bis alles. Ne? Natürlich. Das dauert noch nicht mehr lange vom Aufnahmezeitraum her. Patrick, natürlich bin ich mir sicher, dass es der 18. November ist, denn das ist morgen. Mann. Ja, ich habe keinen Kalender gerade zur Hand. Oh. Wie viel haben wir heute? Den 17. November. Zeige ich.
Ja, ich weiß ja nicht mal, was für einen Wochentag wir haben. Ich weiß ja, geschweige denn, was für eine Uhrzeit wir gerade haben. Dienstag. Was ist das für eine Uhrzeit? 10 nach 6. Oh, scheiße, 10 nach 6. Stimmt. Nee, Moment, meine Uhr geht falsch. Nein, 10 nach 6 ist richtig. 10 nach 6, okay. Ja, wir sind 10 Minuten in der Folge. Wir haben 10 nach 6. Ja, klar, ja, klar. Wir nehmen das natürlich live auf. Ja, du hast ja gesagt, dass morgen der 17. ist. Ja. Der 18. Heute ist der 17. Echt, ey. Ein Kalender ist so einfach zu bedienen. Ach, da. Wäre irgendwie lustig, wenn ich Spätschicht hätte bei meiner Arbeit. Dann hätte ich es geschafft, meine Fahrt von einer halben Stunde innerhalb von 10 Minuten, sondern lieber 10 Minuten hinzukriegen. Das wäre auch cool. Ja, hast du doch geschafft. Siehst du doch. Hä? Das ist krass. Au! Ich wurde überfahren! Hast du verdient. Du auch. Ich wurde aber nicht überfahren. Ja, weil es ist verdient. Ich werde angeschossen. Danke, Dominik. Kein Ding. Ich mach dich dafür verantwortlich. Boah. Ich nehm gerne die Verantwortung. Auch wenn es etwas ist, woran ich nicht schuld bin. Das ist eine Lüge, das weißt du. Nein, es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Oh, da kann mich jemand nicht erkunden. Lalalala. Triss mich nicht. Nicht getroffen, du hast Naps gesoffen. Nein. Ist das mein Gegner? Ja. Komm da. Mach mal das, ne? Da hinten in der Straße ist jemand. Warum ist mein... Was ist mit meinem fucking Stick los? Warum ist er jetzt wieder so langsam? Die haben meine Steuerung umgeändert. Und ich wundere mich, warum der Stick so langsam geht. Ja, sorry. Ich konnte den Stick nicht hochziehen. Ja, ich kann auch nicht, also ganz klar. Ey, das ist so dumm. Ich muss kurz wieder in den Einstellungen das ändern. Tut mir leid, dass meine Sensi fast auf 100% ist. Können wir das entschuldigen, Leute? Ja, ich glaube, das lassen wir nochmal durchgehen. Danke. Gott möge gnädig mit euch sein, meine Lieben. Ich bin der Teste Hurensohn. Ich kann sagen, war nicht ein Artist hier. Chris ist wenn dann ein Artist? Ja. Weil ich lieber Kunst. Kunst ist zum Beispiel, wenn mein Hund vor ihm ist, bis hierhin riecht er. Das ist fucking hell. Du bist ein Künstler. Du malst Künstler. Ich male Künstler. Normalerweise mal ein Künstler. Aber ich male die Künstler. Ich bin halt also ein Gemälde, ja. Aber mit der Uno-Reverse-Karte. Ist das nicht so ähnlich wie die Frage, wer frisiert einen Friseur? Genau. Ein Friseur? Ja, aber... Und wer das ist denn zur Feuerwehrmann brennt? Es muss ja ein Postland geben für den Postboten. Oder wer rettet den Arzt? Ja. So. Und wer verhaftet den Polizist? Niemand, das weißt du. Ja, das ist Amerika. Ja, da, irgendwann kommt es. Weißer Polizist tötet schwarzen Kollegen. Notwehr, ah ja, Bewährung, ja. Er wollte mich verhaften, der Penner. Er musste sterben. Genau wie er.
Ist er tot? Ja, er lebt doch nicht mehr. Danke, Fox. Au! Warum fährt er da rein? Ich weiß es nicht! Wer hat mich überfahren? Wie passiert das noch? Wow, bist hier falsch! Ich hab ihn umgebracht, sicherheitshalber. Ja, nochmal. Der ist immer noch in seinem. Stirb doch eigentlich, du Verdammter! Der ist nicht gestorben gerade. Irgendwo ist hier noch einer. Und ich weiß nicht wo. Auf dem Dach? Dann werfe ich Tränengas hoch. Ist mir egal. Dann weinen aber alle. Voll traurig, Bruder. Scheiße. Scheiße, Leute heulen. Und heult er schon? Oh, dann weiß ich nicht. Ja, sein Köpfchen ist halt das, wo er ist. Hat sich um den keine Sorgen. Erst Tränengas setzt bei ihm an. Ich hör's. Ich hör ihn keuchen. Er ist tot. Hab trotzdem nochmal Tränengas hochgeworfen. Okay, der eine ist wieder oben. Aber konstant neben ihn gezielt. Was hat ihn gezielt? Ich hab noch einen ganz kleinen Balken. Eswat. Du siehst so abgemagert aus, erstmal was. Hab ich. Okay, das kann komplett nach hinten losgehen. Betet für mich. Es ging nicht nach hinten los. Nee, ich bitte sein. Und der Kerl ist nicht tot! Oh, ah! Hat... Ah! Danke! Da steht doch einer. Wo sind die alle oben? Oh Gott. Komm, steh auf. Hör auf immer zu ragdollen. So, dann kann ich dich nicht umbringen. Kannst du aufhören, da hochzuschießen? Der ist tot. Wenn er tot ist, ist er tot. Akzeptier's. Okay? If he dies, he dies. Ja, warum ist Deko jetzt gestorben? Ich wurde erschossen! Tot ist er tot. Was? Ich war in der Deckung! Hä? Weil... Oben rechts, rechts hat er sich irgendwo noch geschossen. Nein, ich wurde von vorne angeschossen, aber... Hä? Irgendwie kommt es mir so vor, als würde man nicht alle Gegner sehen. Über die oben stehen. Wenn Gegner lange nichts machen, werden die nicht auf der Karte angezeigt. Das meine ich ja nicht. Ich meine, oben war ich ja und habe alles abgesucht. Achso. Aber gut, wir splitten mal kurz die Folge. Bis gleich. Bis morgen.